Für Otto war König David aus dem Alten Testament das Vorbild eines gottgefälligen Herrschers. David hatte das Großreich Israel geschaffen. Diese Bilder sollten daran erinnern, welches Ziel Herrschaft hatte, den Glauben zu verbreiten, gerecht und weise zu regieren, wie einst König Salomon. Der Kaiser, so sagt diese Krone, ist höchster weltlicher Herrscher und zugleich oberster Priester. Über das Papsttum sagt sie nichts. Als Kaiser und Schutzherr über alle Christen seines Reiches stattete Otto den Papst großzügig mit Privilegien aus. Sie wurden in einer Urkunde festgehalten. Mehr Macht hatte der König durch den Kaisertitel nicht gewonnen, aber sein Ansehen war noch weiter gestiegen. Welcher Graf oder Herzog hätte sich gegen einen Kaiser auflehnen können? Deshalb griffen fast alle späteren deutschen Könige zur Kaiserwürde. Mit großem Gefolge wandelten die Herrscher aus dem Norden über das Trümmerfeld des alten Rom. Fast 1000 Jahre waren vergangen, seit dieses Rom die Germanen hatte unterwerfen wollen. Was mögen die sächsischen oder bayerischen Begleiter des Kaisers empfunden haben beim Anblick der Reste antiker Hochkultur? Sie hielten die römische Welt für eine Ausgeburt der Barbarei. Einen Menschen realistisch nach der Natur abzubilden, wie primitiv. Göttinnen nach menschlichem Bilde in kalten Stein gehauen, wie lächerlich. Dazu präsentierten sich die Gestalten in schamloser Nacktheit. Auf welch niedriger Kulturstufe lebten doch die Römer in der alten Zeit. Finsteres Heidentum auf Schritt und Tritt. Gnade vor den Augen des Hofstaates fand nur die christliche Kunst. Ein Bischof aus Hildesheim, Ratgeber des Kaisers, besuchte die Kirche Santa Sabina. Wie gebannt schaute Bischof Bernward an der Kirchentür empor, die schon zu seiner Zeit 500 Jahre alt war. Bernward erblickte Reliefs aus Holz, die in einfacher, aber klarer Sprache Geschichten aus dem Leben Jesu von Nazareth erzählten. Mit Geschenken in ihren Händen treten die drei Magier vor Maria und das Jesuskind. Ein Symbol für den Sieg des Christentums über die heidnischen Religionen. Christus konnte Wunder vollbringen. Mit durchdringendem Blick richtet er die Spitze eines Zauberstabes auf Tonkrüge, in denen sich augenblicklich Wasser in Wein verwandelt. Alle diese Bilder waren für die Gläubigen geschaffen, die nicht lesen konnten. Sie sagten ihnen auch: Geh durch diese Tür in die Kirche und du wirst der Wunder Jesu teilhaftig. Der Bischof aus Hildesheim hatte solche Bilder noch nie gesehen. Tief beeindruckt reiste er zurück in den Norden, in seine Stadt. Bernward hatte in Rom gelernt, was Kunst und Architektur bedeuten konnten, wie Ideen in Stein sichtbar wurden und der Sinn der Bibel sich durch Kunst auslegen ließ. In seiner Klosterkirche St. Michael hat er die geistige Welt um das Jahr 1000 Stein werden lassen und bis heute aufbewahrt. Nach außen ist St. Michael gestaltet wie eine Burg. Unüberwindlich stark erheben sich die Mauern auf einem kleinen Hügel über der Stadt. Auch an Geldmitteln, so sagt der Bau, fehlt es der Kirche nicht. Bernward herrscht als reichster Mann weit und breit im Auftrag seines Kaisers wie ein Herzog. Wer St. Michael betritt, ist umfangen von einem klar gegliederten Raum. Nach antikem Vorbild grenzen Säulen oder Pfeiler, Haupt- und Seitenschiffe voneinander ab. Der Mönch empfindet Ruhe und Kraft. Oben am Ende der Säulen sind Namen in den Stein geritzt. In diesem Block befinden sich Reliquien, Körperteile verstorbener Heiliger, vielleicht ein Mitbringsel Bernwards aus Rom. Das Geheimnis der harmonischen Wirkung von St. Michael liegt in den Baumaßen. 3, 5, 7. Heilige Zahlen bestimmen alle Proportionen.
Sie weisen auf Gott und die Gelehrsamkeit des Bischofs. In Rom hatten Bernward die Triumphsäulen antiker Kaiser so gut gefallen, dass er eine Säule für St. Michael gießen ließ. Hauptperson ist Christus. Reliefs wie an der Kirchentür von Santa Sabina in Rom winden sich spiralförmig nach oben und erzählen von den Heldentaten des Erlösers. Wie ein römischer Kaiser seine Statthalter in die Provinz hinausschickt, so sendet der Mann aus Nazareth mit einem Wink des Armes die Apostel in alle Welt. Kirchenmänner wie Bernward rümpften ihre Nasen über heidnische Skulpturen, aber die großen Symbole der römischen Imperatoren ließen sich gut verwenden. Überall wetteiferten Könige und Königinnen, Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen um das Schönste, Kostbarste und Wertvollste. Kaiserin Kunigunde umkränzte ihr Haupt mit einer Krone voller Gold und Edelsteine. Am Ende ihres Lebens legte sie dieses Prunkstück mittelalterlicher Goldschmiedekunst auf einen Altar nieder und opferte das Zeichen ihrer hoheitlichen Stellung dem Apostel Petrus. Kirchliches und Weltliches war im 11. Jahrhundert kaum voneinander zu trennen. Die Könige bestellten in den Werkstätten der Klöster prachtvolle Evangeliare. Sie verherrlichten sich selbst und das Reich. Zur Rechten des Monarchen stehen zwei geistliche Berater, zur Linken weltliche Fürsten. Unterworfene Länder in Frauengestalten verneigen sich vor ihrem Gebieter. Alle Menschen und alle Länder sollen dem Kaiser dienen. Der Kaiser dient allein Gott. Was mit dem Römer Konstantin begonnen hatte, setzte sich im Deutschen Reich fort. Die Apostel Petrus und Paulus halten dem Herrscher die Krone. Der Kaiser in der Haltung des Gekreuzigten, sein Oberkörper in himmlischen Gefilden. Gott selbst reicht ihm die Krone. Der Kaiser ist Christus. Die 100 Jahre nach der Krönung Ottos haben Bücher hervorgebracht, die schon bald darauf für Jahrhunderte vergessen waren. Vor wenigen Jahrzehnten erst lernte man, die unförmigen Figuren und verschlüsselten Texte zu entziffern. Diese Bücher ruhten auf dem Altar und nur hohe Geistliche durften die heiligen Seiten berühren. Der Schimmer goldfunkelnder Ornamente war für den Priester ein Widerschein des Jenseits. Hier gab es keine Grenze mehr zwischen Himmel und Erde. Die Goldbuchstaben enthielten nicht nur Gottes Wort, sie waren Gottes Wort. Solche Evangelienhandschriften konnten nur die großen Klöster herstellen. Jahrelang züchteten die Mönche spezielle Pflanzen für die Gewinnung der Farbtöne. An einer einzigen Pergamentseite arbeitete ein Mann 3 Wochen lang. Erst dann wurde sie beschrieben und bemalt. Der Aufwand für das Kunstschaffen zum Ruhme der Kirche und zur Ehre der Könige war unermesslich hoch. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts war Goslar ein überragender Ort kaiserlicher Herrschaft. Man hatte im Harz Silber gefunden, die Wirtschaft blühte und das Geld floss zum großen Teil in den Bau eines Palastes. Mit viel Fantasie ist diese Pfalz im 19. Jahrhundert restauriert worden. Blitzschlag, Brand und Krieg hatten im Laufe der Zeit ihre Spuren hinterlassen. Original erhalten haben sich nur die unteren Mauerteile am alten Eingang. Hier empfingen die Könige ihre geistlichen und weltlichen Fürsten. Die Pfalz Goslar begann sich zu einem Mittelpunkt von Politik und Kultur zu entwickeln, auch wenn die Herzöge und Bischöfe im Saal des Obergeschosses frieren mussten. Fensterglas gab es nicht. Aber dann kamen 11 schwere Jahre, die das Königtum erschüttern sollten. Ein 6-Jähriger saß in Goslar auf dem Thron, Heinrich IV. Dieser Knabe wurde zum Spielball der Großen des Reiches. Er wurde herumgestoßen, erpresst, betrogen, entführt und sogar festgesetzt. Königsland ging verloren. Die Silberbergwerke waren in Gefahr. Nahezu alle Regionen des Reiches erhoben sich wie in alten Zeiten gegen die Zentralmacht. Heinrich brauchte Unterstützung.
Als junger Mann machte er seine wenigen Freunde zu Bischöfen. Sie sollten ihre Macht einsetzen zur Sicherung der Königswürde. Gleichzeitig verfasste Papst Gregor VII. In Rom ein Dokument von revolutionärer Sprengkraft. Er schrieb: Der Papst allein kann Bischöfe absetzen und wieder einsetzen. Einzig des Papstes Füße müssen alle Fürsten küssen. Einzig sein Name werde in allen Kirchen genannt. Er kann die Kaiser absetzen. Die römische Kirche hat nie geirrt und wird nach dem Zeugnis der Schrift auch niemals irren. Gregor wollte die Kirche aus dem Griff des Kaisertums befreien. Wer Gott gehorchen will, muss der Kirche gehorchen. Wer der Kirche gehorchen will, muss dem Papst gehorchen. Gregor beschloss, dass kein Geistlicher durch einen weltlichen Machthaber in sein Amt eingesetzt werden dürfe. Das war eine Kampfansage gegen Heinrich IV. Und gegen die Grundlage des gesamten Reiches. Die Mächtigen schauten nach Goslar. Wie würde der Mann auf dem Königsthron reagieren? Heinrich schrieb dem Widersacher in Rom einen Brief. Die ersten Zeilen lauteten: Heinrich, durch Gottes weise Anordnung König, an den falschen Mönch. Das ist der verdiente Gruß für dich, der du jeden Stand in der Kirche statt mit Ehre, mit Schmach, statt mit Segen, mit Fluch überhäuft hast. Du hast die Erzbischöfe, Bischöfe und Priester gleich Knechten mit Füßen getreten und dir dadurch den Beifall des Pöbels erworben. Du urteilst von ihnen, sie alle verstünden nichts, während du allein alles wissest. Wir ertrugen dies alles, weil wir des apostolischen Stuhles Ehre zu wahren suchten. Du aber hieltest unsere Demut für Furcht, erhobst dich darum auch gegen die uns von Gott verliehene königliche Gewalt und wagtest zu drohen. Du wolltest uns ihrer berauben, als hätten wir das Reich von dir. Steig herab und verlasse den angemaßten Stuhl des heiligen Petrus. Steige herab, steige herab. Diesen Brief ließ Heinrich im ganzen Reich verbreiten. Gregor stieg nicht herab. Im Gegenteil, der Papst verstieß Heinrich aus der Kirche. Der König war vogelfrei, das Königtum in Frage gestellt. Verzweifelt reiste Heinrich nach Süden Richtung Italien. Heinrichs Route führte über den Mont Cenis im Westen der Alpen. Den direkten Weg nach Süden über den Brennerpass konnte er nicht nehmen, denn die Bayern und Schwaben hätten ihren König, den Gebannten, ohne Zögern ergriffen und eingesperrt. Heinrich musste handeln, schnell und entschlossen. Heinrich wusste, dass Papst Gregor auch auf Reisen war und Station machte auf der Burg Canossa in Mittelitalien. Die päpstliche Politik gegen den König war bisher erfolgreich. Es fehlte nur noch ein kleiner Stoß, um den König endgültig zu entmachten. Und dann geschah das Unglaubliche. Am 25. Januar 1077 trat Heinrich barfuß und im Hemd des Büßers vor das Burgtor und bat demütig um Einlass. 3 Tage lang ließ der Papst den Sünder warten, dann nahm er Heinrichs Buße an. Der Gebannte durfte in die Kirche zurückkehren. Er wurde wieder rechtmäßiger König. Der Dom von Speyer sollte das Zeichen neu gewonnener Herrschergewalt werden. Er wurde zum Symbol einer vergangenen Größe. Denn die Macht des Königtums war gebrochen. Mochte der Papst Heinrichs Buße annehmen, die Fürsten taten es nicht. Heinrichs Feinde hatten sich formiert. Von nun an rangen Königtum und Fürstentum um die endgültige Macht im Reiche. Kaum hatte Heinrich dieses größte Gotteshaus des Reiches fertig gebaut, da versank Deutschland in Bürgerkrieg und Chaos. Mit Heinrich IV. Starb die große deutsche Kaiserzeit. Sie hatte nur 100 Jahre gedauert. Aber ihre Idee blieb in den Köpfen der Menschen noch lange lebendig. Die Deutschen sehnten sich nach einem starken, einigen Reich im Herzen Europas. Ihre Hoffnung blieb ein Traum. Um das Jahr 1100 verließen Menschen in ganz Europa ihre Häuser und Felder und machten sich bereit zu einem großen Aufbruch. Eine heftige innere Erregung
hatte sie ergriffen. Von heute auf morgen verkauften viele Hab und Gut, erwarben Pferde und Rüstungen und sammelten sich zum Treck in das Heilige Land. Ihr Ziel lag über 3000 Kilometer weit entfernt, Jerusalem. Zehntausende zogen unter ungeheuren Strapazen über den Balkan. Sie glaubten, eine heilige Mission zu erfüllen. Der Papst hatte ihnen gesagt, dass Jerusalem den Mohammedanern zum Opfer gefallen sei. Die Seldschuken würden dort hemmungslos rauben und die Christen ermorden. Jerusalem müsse vom Joch der Ungläubigen befreit werden. Deutsche, vor allem aber Franzosen und Italiener, quälten sich monatelang über Berghöhen und durch tiefe Schluchten bis in die Hochebenen Kleinasiens. Mit Freude nahmen sie unendliche Mühen auf sich, denn der Papst vergab ihnen alle Sünden, auch die zukünftigen. Mancher Gesetzlose hatte sich dem Kreuzzug angeschlossen und hoffte auf schnelle Beute. Die meisten aber waren fromme Pilger oder abenteuerlustige Ritter. Ein riesiges Heer von gepanzerten Reitern schlug sich in der sengenden Hochsommerhitze des Jahres 1098 durch die Wüste Anatoliens. Hier gibt es kaum Vegetation. Die Pferde verdursten, die Ritter marschieren zu Fuß weiter. Sie kauen Zweige von Dornenbüschen in der Hoffnung ein wenig feuchtig. Die Ritter kommen aus vielen Ländern Europas und können sich kaum miteinander verständigen. In ihrer Heimat würden sie sich gegenseitig bekämpfen. Aber hier auf dem Zug in das Heilige Land müssen sie zusammenhalten. Der Papst gab den Rittern des Abendlandes eine neue Aufgabe. Von nun an sind sie die Streiter Gottes. Im Juli 1099 erreicht der erste Kreuzzug endlich Jerusalem. Die Seldschuken sind auf den Angriff vorbereitet. Von der Stadtmauer geschützt können sie monatelang aushalten. Die Kreuzritter vor der Stadt aber dürsten und hungern. Ihre Vorräte gehen zu Ende. Sie müssen schnell handeln. Am 14. Juli rollen die Angreifer ihre Belagerungstürme an die Mauer, werfen Sturmleitern über die Zinnen und stürmen in die Stadt. Ein Augenzeuge beschrieb das Massaker unter den fliehenden Seldschuken. Die Unsrigen folgten den Verteidigern und trieben sie vor sich her, sie tötend und niedersäbelnd, bis zum Tempel Salomons, wo es ein solches Blutbad gab, dass die Unsrigen bis zu den Knöcheln im Blut warteten. Die Lebenden schleppten die Toten aus der Stadt und machten daraus häuserhohe Haufen. Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren. Die Kreuzfahrer waren am Ziel. Vor ihnen lag das Grab Christi. Sie warfen sich hin und beteten. Himmlischer Lohn war ihnen sicher. Aber dann standen sie auf und plünderten die Schatzkammern des Orients. Dem ersten Kreuzzug folgten 6 weitere. Aber Jerusalem dauerhaft zu beherrschen, gelang den abendländischen Rittern nicht. Nur wenige Kreuzfahrer überlebten. Herzog Heinrich der Löwe war als Pilger ins Heilige Land gefahren. Im Jahre 1172 kehrte er, beladen mit kostbaren Reliquien, zurück nach Deutschland in seine Herzogtümer Bayern und Sachsen. Heinrich lebte mit seiner Frau, einer englischen Prinzessin, in Braunschweig. Dieser Ort war Mitte des 12. Jahrhunderts nicht mehr als ein größeres Hüttendorf. Aber nach Heinrichs Rückkehr blühte Braunschweig auf. Ein stattlicher Palastkomplex entstand. Von Heinrichsburg, Dankwarderode, ist kaum ein Stein im Original erhalten. Nach alten Zeichnungen haben Wissenschaftler den Palast, den Hauptbau der Burg, rekonstruiert und wieder aufgebaut. Mit Erstaunen stellten sie fest, dass der Saal im Obergeschoss außergewöhnliche Dimensionen hatte. Er war noch größer als die Räume, in denen Könige auf ihren Pfalzen zu tagen pflegten. Die ganze Burg, eine Demonstration der Macht seines Bauherrn Heinrich. Europa und vor allem Kaiser Friedrich I., Barbarossa, sollten auf die modernste Residenz in Deutschland schauen. Der Braunschweiger Herzog kannte nur ein Gesetz, das war sein Wille.
Östlich der Elbe lebten die Slawen. Sie wurden von Missionaren zum christlichen Glauben bekehrt. Aber dann begann Heinrich einen Kreuzzug gegen die Slawen. Er unterwarf ihre Fürsten, nahm ihre Länder in seinen Besitz und presste die Bauern aus bis zur Erschöpfung. Auf all den Feldzügen, schrieb ein Chronist, war keine Rede vom Christentum, sondern nur vom Geld. Die Ausbreitung deutscher Siedler in das slawische Land östlich der Elbe hatte im 10. Jahrhundert unter Otto dem Großen begonnen. Magdeburg war damals wichtigster Stützpunkt. Um 1200 wurden von Lübeck aus Kreuzzüge gegen die Heiden im Osten organisiert. Die Siedlungsbewegung erhielt Auftrieb. Später waren es die Slawen selbst, die deutsche Bauern und Handwerker herbeiriefen. Sie sollten das Land urbar machen, auch östlich von Oder und Weichsel. Erste Städte wurden gegründet. Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Elbing und Breslau. Lübeck. Ein mächtiger runder Turm sichert den alten Eingang zur Stadt. Im unteren Teil stammen die Steine noch aus der Zeit Heinrichs des Löwen. Weiter oben ist das Mauerwerk später erneuert worden. Dieser Turm war zu seiner Zeit ein hochmoderner Wehrbau. Er war rund und ragte weit aus der Stadtmauer hervor. Von ihm aus konnte man in alle Richtungen schießen und das Stadttor wirkungsvoll verteidigen. Für die Deutschen war so eine Anlage etwas ganz Neues. Solche Wunderwerke sahen sie im Morgenland. Dort hatte Heinrich der Löwe die besten Festungen der Welt aufmerksam studiert und sein Wissen mit nach Lübeck gebracht. Denn Lübeck war seine große Stadt an der Ostsee. Sie sollte stark und mächtig werden und den Reichtum des Herzogs vermehren. Zum ersten Mal besteigen Fernhändler aus Westfalen und Sachsen Schiffe, um über die Ostsee hinweg Handel zu treiben. Sie reisen unter dem Schutz Heinrichs des Löwen. Der Herzog aus Braunschweig öffnet den Deutschen die Märkte jenseits des Meeres. Im 12. Jahrhundert transportierten Fernkaufleute aus Lübeck Salz, Stoffe und Metalle über Gotland nach Nowgorod. Die Russen handelten mit Wachs, Fellen und anderen Landesprodukten über Kiew hinweg und das Schwarze Meer bis weit nach Süden, nach Konstantinopel. Hier luden Italiener, die durch die Kreuzzüge wohlhabend geworden waren, allerlei Luxusgüter in ihre Schiffe. Mit Gewürzen aus Indien oder Seide aus China fuhren sie zurück in ihre Heimathäfen Venedig und Genua. Empfindsam und edel wie König David war der wirkliche Herrscher in Deutschland nur selten. Er hieß Friedrich I. Barbarossa, war König und Kaiser. In Hessen ließ er sich eine Burg erbauen, die Pfalz Gelnhausen. Diese Anlage war kein gewöhnlicher Verteidigungsbau. In die großen Fenster hätten Angreifer ohne Mühe hineinschießen können. Die Burg sollte vor allem schön sein. Überall waren die Mauern durchbrochen von eleganten Bögen mit feinen Verzierungen. Heinrich der Löwe mochte in Braunschweig einen größeren Festsaal besitzen als Friedrich in Gelnhausen. Eine vornehmere Ausstattung aber als hier gab es nirgends. Im Winter beheizten Hofdiener einen großen Kamin. An den Seiten des Kamins haben sich aufwendig verzierte Rückenlehnen erhalten. Wenn Friedrich Barbarossa sich in Gelnhausen aufhielt, saß er vielleicht an dieser Stelle, um die Wärme zu genießen und sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Er empfing Abordnungen aus allen Teilen des Reiches. Am schwierigsten waren die Verhandlungen mit den Vertretern der reichen Städte Oberitaliens. Sie wollten sich unabhängig machen vom Kaiser und zahlten keine Steuern mehr. Es gelang Friedrich nicht, die Abtrünnigen zu beugen. Die Gesandten reisten ab und es gab Krieg. Für seinen Kampf gegen die Städte in Italien brauchte Friedrich Barbarossa die Unterstützung der Fürsten in Deutschland und vor allem Heinrichs des Löwen. Denn in Wirklichkeit war das Kaisertum schwach. Friedrich herrschte als Kaiser über das Römische Reich, das von 3 unabhängigen Königreichen gebildet wurde. Italien mit dem Kirchenstaat, Arelat, so hieß in dieser Zeit Burgund und das Deutsche Reich, hier war Friedrich selbst König. Böhmen im Osten gehörte nur lose zu seinem Herrschaftsbereich. Alle diese Länder waren keine geschlossenen Länder. Sie zerfielen weiter in Herzogtümer, Grafschaften und Markgrafschaften.
Heinrich der Löwe war als Herzog von Sachsen und Bayern der mächtigste unter den Fürsten. Die Mitte Europas war ein Flickenteppich. Die bedeutendste Macht in Europa war im Gesamten gesehen die Kirche. Ihre großen Erzbistümer deckten sich nicht mit den Grenzen der Länder. Manche Erzbistümer erstreckten sich über mehrere Königreiche. In Deutschland gab es 6 Kirchenprovinzen, die von Rom aus gelenkt wurden. Am größten war das Erzbistum Mainz. Es reichte von Oberitalien bis zur Elbe im Norden und weit über Böhmen hinaus bis nach Polen. Die Gebiete des Erzbischofs von Köln waren etwas kleiner, ebenso wie die des Erzbistums Trier. In der Politik aber spielten sie keine geringere Rolle. Von Bremen aus wurde Nordeuropa christianisiert. Das Erzbistum Magdeburg war ein ebenso mächtiger Pfeiler im Osten wie das Erzbistum Salzburg. Alle Erzbischöfe hatten auch weltliche Rechte. Sie waren Konkurrenten der Herzöge und Grafen. Wer war nun Friedrich I., Barbarossa? Er stammte aus dem Geschlecht der Staufer und war Herzog von Schwaben. Die Fürsten hatten ihn zum König gewählt, weil sie glaubten, dass er ihre Macht nicht einschränken würde. Außerdem war Friedrich politisch geschickt und klug. Er sollte den ewigen Unfrieden zwischen den Machthabern in Deutschland endlich zu einem Abschluss bringen. Denn nur in der Literatur gab es die frommen, gerechten und edlen Ritter. Die Wirklichkeit der unzähligen Fehden und Kriege war schmutzig, blutig und grausam. Friedrich umgab sich mit klugen Beratern, die in Frankreich studiert hatten. Diese Männer wussten alles und sie waren geschult im logischen Denken. Der König herrschte mit Juristen, Diplomaten und Historikern. Friedrich wollte die Autorität des Königtums wiederherstellen und den alten Frieden erneuern. Er beschäftigte Notare, die eine Fülle von Urkunden ausstellten. Sein Siegel machte diese Dokumente rechtskräftig. Sein Bild erinnerte an die königliche Gewalt. Friedrichs Vorbild waren die römischen Kaiser. Das Beste, was sie geschaffen hatten, war ihr Recht. Wie die alten Römer ließ Friedrich seine Entscheidungen schriftlich festhalten. Früher sollte eine Urkunde an eine mündliche Vereinbarung erinnern. Sie hatte keine Rechtskraft. Das änderte sich mit Friedrich. Nun wurden Abmachungen immer häufiger dadurch gültig, dass sie lateinisch aufgezeichnet und besiegelt waren. Ein Stück Rechtssicherheit war gewonnen. Im Pfälzischen Wald erheben sich beim Städtchen Annweiler 3 felsenbekrönte Berge. Auf einem von ihnen liegt die mächtige Reichsburg Trifels. Sie gehörte zu den sichersten Wehranlagen in Deutschland. Hinter ihren dicken Mauern wurden Grafen, Erzbischöfe und sogar ein englischer König gefangen gehalten. Von hier gab es kein Entkommen. An diesem Ort bewahrten die deutschen Könige über 150 Jahre lang ihren wertvollsten Schatz. Ohne den Besitz dieses Schatzes hätte niemand sie als Herrscher anerkannt. Es waren die Symbole des Königtums und die Insignien des Reiches. Wer die Welt beherrscht, der darf diesen Reichsapfel in Händen halten, zum Zeichen seiner Allmächtigkeit. Das war die ursprüngliche Bedeutung des Globus mit dem Kreuz. Aber die deutschen Könige herrschten nicht mehr allmächtig. Sie hatten zu viele Rechte an die Fürsten abgeben müssen. Politisch wurden die Könige immer schwächer. Durch die Insignien umgaben sie sich mit einer heiligen Aura. Friedrich nannte sich Kaiser des Heiligen Reiches. Er bewahrte die alte Idee von einem gottgewollten Kaisertum, wie sie in der Reichskrone zu sehen war. Wehe dem, der es wagen sollte, sich gegen diese Idee zu erheben. Heinrich der Löwe befolgte die Weisungen Friedrichs schon lange nicht mehr. Mochte sich der König in Italien alleine herumschlagen, der Herzog machte seine eigene Politik. Friedrich war in Italien gescheitert. Nun unternahm der König alles, um seinen Widersacher in Braunschweig zu bezwingen. Es gelang ihm ein letzter großer Erfolg. Heinrich wurde abgesetzt und entmachtet. Die größte Stadt Siziliens ist Palermo. Im Frühsommer des Jahres 1202
streunte ein 8-jähriger Junge über die Marktplätze der Stadt. Er besaß nichts, Vater und Mutter waren gestorben. Wenn mitleidige Bürger ihn nicht aufgenommen hätten, wäre er verhungert. Der Junge hieß Friedrich und er war König von Sizilien. Aber niemand achtete seine Königswürde. Tatsächlich kämpften deutsche Grafen, sizilische Barone und Beauftragte des Papstes in Palermo um die Macht. Währenddessen spielte Friedrich in den Gassen mit Kindern aus aller Welt. In Palermo lebten Juden, Griechen, Spanier und Römer. Der kleine König lernte ihre Kulturen kennen und bewahrte diese Eindrücke sein Leben lang. Am stärksten war Palermo geprägt durch die orientalische Kultur. Alles, was das Morgenland an Wissen und Weisheit zu bieten hatte, sog der Knabe begierig auf. Als Friedrich 12 Jahre alt war, kehrte er in seinen Palast zurück. Der Papst hatte sich in Sizilien durchgesetzt und das alte Recht des Königs wiederhergestellt. Friedrich nahm die königliche Gewalt wieder in seinen Besitz und begann zu herrschen. Deutsche Fürsten baten ihn, seinen märchenhaften Palast zu verlassen und in den Norden zu ziehen. Friedrich sollte das Erbe seines Vaters antreten und deutscher König werden. Alle Berater am Hof waren gegen die gefährliche Reise. Und doch, im März des Jahres 1212 brach der junge Sizilianer auf, die deutsche Königskrone zu erwerben. In Rom schien die Reise zu Ende. Das Geld reichte nicht weiter. Friedrich musste den Papst um Hilfe bitten. Und tatsächlich, Innozenz III. Gab ihm alles, was er brauchte. Sogar römische Soldaten. Welch ein Glück für den Jungen. Einer der mächtigsten Männer Europas stand auf seiner Seite. Das wertvollste Geschenk des Papstes war eine Urkunde. Darin bestätigte er Friedrichs Anspruch auf den deutschen Königsthron und sogar auf die Kaiserwürde. Innozenz trieb ein politisches Spiel, denn es gab bereits einen Kaiser hier in der heiligen Stadt, von ihm selbst gekrönt, Otto IV. Aus Braunschweig. Aber Otto hatte sich gegen die Römer gestellt. Er wollte Innozenz entmachten. Der Papst brauchte dringend Verbündete. Friedrich sollte sich im Norden durchsetzen und Otto vertreiben. Nach wenigen Tagen verließ der Junge Rom, selbstbewusst und voller Hoffnung. Nach unerhörten Abenteuern erreichte der Sizilianer die Alpen. Hier schien die Reise schon wieder zu Ende. Ottos Anhänger hatten die großen Passstraßen nach Norden besetzt. Sie wollten den Störenfried ihrem Kaiser ausliefern. Friedrich entdeckte, dass man ihm Fallen gestellt hatte. Mit wenigen Getreuen schlich er sich durch abgelegene Täler und Schluchten an den Feinden vorbei. Er musste uralte Brücken überqueren, die einzustürzen drohten. Überall lauerten Ottos Häscher. Doch sie konnten den Jungen nirgends fassen. Die Burg Tarasp im Engadin gehörte dem Schweizer Bischof von Chur. Friedrich sagte dem Bischof, er sei der neue König und Kaiser des Römischen Reiches. Aber erst als er zur Bestätigung die Urkunden des Papstes vorwies, wurde er gastlich aufgenommen und für den weiteren Weg unter bischöflichen Schutz gestellt. Das nächste Ziel war Konstanz. Gleichzeitig zog auch Kaiser Otto von Braunschweig Richtung Konstanz. Er wollte Friedrich den weiteren Weg nach Norden abschneiden. Ganz Konstanz hatte sich zu einem prächtigen Empfang des Kaisers bereitgemacht. Aber als Otto in Konstanz ankam, waren ihm die Tore verschlossen. 3 Stunden zuvor hatte Friedrich die Stadt erreicht. Diese 3 Stunden entschieden über die Zukunft Deutschlands. Während der Kaiser ausgesperrt vor den Mauern von Konstanz lagern musste, nahm der Junge aus Palermo an der köstlichen Tafel Platz, die eigentlich für Otto bereitet war. Die Köche servierten erlesene Speisen. Zwischen den Gängen traten schöne Frauen auf, die die Gesellschaft mit aufregenden Tänzen erfreuten. Die Konstanzer Bürger hatten sich sofort auf Friedrichs Seite gestellt. Dieser kühne 17-Jährige aus der fernen Wunderwelt Siziliens würde sich in Deutschland durchsetzen. Davon waren sie überzeugt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Sensation im ganzen Reich. Ein mittelloser Jüngling, der es wagte, den Kaiser von dessen eigener Tafel zu vertreiben. Das Volk jubelte. Die Fürsten und Adligen vom Oberrhein ergriffen über Nacht Friedrichs Partei. Charme ersetzt nicht Politik. Das wusste Friedrich. Er machte den Deutschen Geschenke.
Die geistlichen und weltlichen Fürsten erhielten von ihm umfassende Rechte. Besiegelte Urkunden bestätigten diese Privilegien für alle Zeiten. Friedrich verzichtete darauf, in Zukunft Burgen und Städte auf dem Gebiet der Bischöfe, Herzöge und Grafen zu bauen. Es sollten keine neuen königlichen Zoll- und Münzstätten eingerichtet werden. Die fürstliche Gerichtsbarkeit war zu beachten. Friedrich stellte diese Dokumente aus, um treue Anhänger zu gewinnen und den ewigen Streit in Deutschland zwischen Königsmacht und Fürstengewalt endlich zu einem Abschluss zu bringen. Verbrieftes Recht sollte das blanke Schwert ersetzen. In Aachen steht die Palastkapelle Karls des Großen. In dieser Kirche haben die Deutschen jahrhundertelang ihre Könige gekrönt. Dies war der einzige Ort, an dem man die Pracht und Hoheit des alten Kaisertums Karls des Großen noch spüren konnte. Hier wurde der Jüngling aus Palermo im Jahre 1215 zum König des Deutschen Reiches gekrönt. Während Friedrich seinen Triumph auskostete, saß Otto IV. Gedemütigt auf der Harzburg in Sachsen. Aber der neue König war noch nicht zufrieden. Es gab Aufgaben, die weit über das deutsche Königtum hinausreichten. Der neue Staufer König hielt sich nur wenige Jahre in Deutschland auf. Er ordnete die Verhältnisse, so gut es ging, vermied Streitigkeiten und verschaffte sich Ansehen durch Freigebigkeit und Milde. Dann setzte er seinen kleinen Sohn als Regenten ein und machte sich auf den Weg zurück nach Süden, um sich zum Kaiser krönen zu lassen. Deutschland hatte unter Friedrich an Ruhe und Sicherheit gewonnen. Die Wirtschaft blühte auf. Das Heilige Römische Reich, zu dem Deutschland gehörte, war zersplittert in viele einzelne Territorien. König Friedrich hatte auf diese Landesfürstentümer nur geringen Einfluss. Der Papst in Rom regierte unabhängig über den Kirchenstaat. Allein in seinem Königreich Sizilien konnte Friedrich nach freiem Willen handeln. Als Kaiser hatte Friedrich über das Heilige Römische Reich nur eine symbolische Oberhoheit. Der König von Frankreich war viel mächtiger als der deutsche König. Auch im Osten entstanden kraftvolle Reiche, Polen und Ungarn. Den modernsten Staat seiner Zeit aber schuf Friedrich in seiner Heimat Italien. Auf einem Hügel in der italienischen Landschaft Apulien ließ Friedrich ein eigenartiges Bauwerk errichten. Niemand weiß, welchen Zweck dieses achteckige Gebäude hatte. Vielleicht war das Castel del Monte ein Jagdschloss. Es gilt wegen seiner neuartigen Formen als Symbol für den modernen Geist des Stauferherrschers. Friedrich errichtete in seinem Königreich einen geordneten Beamtenstaat mit dem König an der Spitze. Alle Untertanen mussten dem Staat dienen. Die Soldaten in den Kasernen, die Steuer- und Zollbeamten genauso wie die Universitätsprofessoren. Es gab Aufsichtsbehörden und eine wirksame Polizeigewalt. In diesem Land konnte gut leben, wer sich dem König unterwarf. Die anderen wurden ins Gefängnis gesteckt. Friedrich überzog das Königreich mit einer Fülle von Zwingburgen. Eine Kirche baute er nicht. Mehr als Gott interessierte den Staufer die Natur. Präzise wie kein Mensch vor ihm beobachtete er das Verhalten der Tiere. Der Kaiser wollte wissen, wie die Natur funktioniert. Friedrich selbst schrieb ein Buch über die Kunst, mit Falken zu jagen. Er sammelte Erfahrungen, wie man diese Raubvögel halten und abrichten musste, damit sie Kraniche, Reiher und Enten schlugen. Danach richtete man sich noch Jahrhunderte später. 30 Jahre lang experimentierte der Kaiser mit seinen Jagdhunden. Und er war der Erste, der alles über Falken, Sperber und Hunde bis ins Detail aufschrieb. Sein Anspruch war, die Dinge so zu zeigen, wie sie sind. Der Kaiser hatte Interesse an jeglicher Form alten Wissens. In einem Medizinbuch ließ er antike Zauberrezepte sammeln. Der Arzt überreichte einem Patienten mit Bauchschmerzen einen heilsamen Trunk aus Breitwegerich, Linsen und Essig. Wolfstraubensud hilft gegen Zahnschmerzen, Bläschenausschlag und Vergiftung. Bei Kopfdruck hilft Bluthirse.
in die Nase gesteckt, bewirkt diese Pflanze Nasenbluten, wodurch Blutansammlungen beseitigt werden. Das erleichtert den Kopf. Schöllkraut mit weißem Pfeffer verrührt, schärft das Sehvermögen. Wurmfarn heilt Hodenbruch bei Knaben. Unheilbare Geschwüre verzehrt eine Salbe aus zerstoßenem Potassium mit Bibergeil und ungesalzenem Fett. Willst du geschwollene Drüsen oder Furunkel in wenigen Stunden beseitigen, zerstoße die Blätter des Gifthahnenfußes und vermenge sie mit Schweinekot. Wer außer Kaiser Friedrich hat im christlichen Abendland solche heidnischen Rezepte ohne Vorurteil aufschreiben lassen können? 30 Jahre lang regierte Friedrich II. Das Heilige Römische Reich. Der Papst hasste diesen Mann, der die Autorität der Kirche missachtete. Das Volk aber liebte ihn. 1962 bargen Taucher aus dem Weserschlick in Bremen die Holzplanken eines alten Schiffes. Eine wissenschaftliche Sensation. Sie gehörten zu einer Kogge aus dem 14. Jahrhundert. Fachleute haben damit begonnen, dieses Kaufmannsschiff originalgetreu nachzubauen. Es ist über 23 Meter lang und 7,5 Meter breit. In seinem Rumpf konnten über 100 Tonnen Fracht transportiert werden. Die Kogge wurde zum Symbol der ersten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Hanse. Zur Hanse gehörten deutsche, aber auch polnische und schwedische Städte. Diese Handelsgemeinschaft sicherte ihren Kaufleuten für Auslandsgeschäfte besondere Vorrechte. Güteraustausch war der Hanse wichtiger als Gewalt und Krieg. Sie prägte ein Stück europäischer Kultur. In der norwegischen Hafenstadt Bergen hatten Hanse-Kaufleute eine Niederlassung gegründet und durchgesetzt, dass sie allein mit dem Wertvollsten handeln durften, was es hier gab, Kabeljau und Dorsch. Ganz Europa aß jeden Freitag als Fastenspeise Fisch. Die Nachfrage war groß und der Handel warf enorme Gewinne ab. Der Fisch wurde entweder getrocknet oder in Salz eingelegt und so konserviert. Das Hansekontor in Bergen, die Deutsche Brücke, ist jüngst restauriert worden. 30 einzelne Höfe boten Raum für über 2000 Männer. Sie lebten nach strengen Regeln. Kontakte mit den Norwegern waren verpönt und es gab kaum Unterhaltung. Die wohlhabenden Handelsherren schickten vor allem ihre jungen Söhne hierher. Im unwirtlichen Bergen mussten sie sich eine Zeit bewähren. In der Ostsee liegt die Insel Gotland. Ihre Hauptstadt ist Visby. Eine dicke Mauer schützte die Stadt vor überraschenden Angriffen. Visby war reich. Hier lebten neben den einheimischen Schweden zahlreiche Deutsche aus Westfalen, dem Rheinland und Sachsen. Sie hatten die schwedischen Kaufleute aus dem Handel verdrängt und sich dauerhaft niedergelassen. Auf Gotland konnte man im 13. Jahrhundert viel Geld verdienen. Die meisten Koggen, die über die Ostsee nach Russland oder Livland segelten, machten in Visby Station. Mit den Schiffen kamen auch Priester und Mönche. Nicht nur auf Gotland, sondern überall im Ostseeraum verbreitete sich entlang der Handelswege das Denken und die Religion der abendländischen Welt. Wichtige Hansestädte waren Lübeck, Hamburg, Visby, Danzig, Riga und Rival. Auslandskontore gab es in London, Brügge, Bergen und Novgorod. Das Rückgrat der Hanse bildeten die Schifffahrtslinien in Nord- und Ostsee. Als sich immer mehr deutsche Städte des Binnenlandes der Hanse anschlossen, gewann die Handelsgemeinschaft eine monopolartige Vorherrschaft im Norden Europas. Die Königin der Hanse und die Hauptstadt ihres Handels war Lübeck. Schiffe, die Lübeck anliefen, waren beladen mit Kupfer aus Schweden, Wachs aus Russland oder Hanf aus dem Baltikum. Alles, was der Osten an Rohstoffen anbieten konnte, wurde hier im alten Hansehafen gelöscht. Dann nahmen die Koggen Güter an Bord, die über Hamburg
aus dem Westen gekommen waren, beladen mit flandrischen Tuchen, rheinischem Wein oder Lüneburger Salz, segelten sie zurück in die fernen Städte an der Ostsee. Von den alten Hafenanlagen ist heute nichts mehr erhalten. Vor 150 Jahren waren noch Reste der alten Stadtmauer zu sehen, die fast bis an das Wasser heranreichte. Vor ihr wurden die Waren gestapelt. In allen Bereichen des Handels wurden von der Hanse Normen eingeführt. Nun waren die Kaufleute in der Lage, ihre Geschäfte zu Hause abzuwickeln und ihren Profit zu steigern. Heinrich Buchholz wuchs in der Welt der Geschäftsleute und Fernhändler auf. Er gehörte zu einer angesehenen Lübecker Familie. Aber Heinrich wurde nicht Unternehmer, sondern Priester. Im Jahre 1308 bekam er die Aufsicht über einige Pfarreien. 1312 wurde er Propst. Und dann gelang ihm etwas Einzigartiges. Im März 1317 wählten die Kirchenleute Heinrich Buchholz zum Bischof. Zum ersten Mal gelang einem Lübecker Kaufmannssohn der Einbruch in die Welt der adligen Kirchenfürsten. Bald überwanden die Bürger überall die Schranken der alten Gesellschaft. Mit den Kaufleuten begann eine neue Zeit. Heinrich Buchholz starb am 1. März 1341. Er hatte das Glück, die Katastrophe nicht mehr zu erleben. 7 Jahre nach seinem Tod kam der große Schrecken. Eine schleichende Seuche breitete sich über Europa aus. 1348 erreichte sie Deutschland. Die unheimliche Krankheit kam mit Kaufleuten aus dem Süden. Unaufhaltsam drang sie in die Städte ein. Sie kroch in alle Häuser. Es war die Pest, der schwarze Tod. Wer krank wurde, starb in wenigen Stunden. Die Ärzte waren hilflos. Die Leichen wurden zu Hunderten vor den Mauern verscharrt. Jeder dritte Einwohner ging zugrunde. Pestgestank wehte durch alle Gassen. Bald wurden Gerüchte ausgestreut, die Juden seien schuld. In vielen deutschen Städten zerrten aufgebrachte Menschen ihre jüdischen Nachbarn aus den Häusern und verbrannten sie auf Scheiterhaufen. Am Ende waren alle jüdischen Gemeinden ausgelöscht. Die Welt geriet aus den Fugen. Die Menschen wurden wahnsinnig vor Angst. Das Leben war zur Hölle geworden. Jesus von Nazareth war für die Gläubigen immer der Sieger über Elend und Tod gewesen. Im Fieber der Pestjahre verwandelte sich der triumphierende Gott in einen leidenden Christus. Im Bild seines qualvollen Todes suchten die Betenden Trost und Erlösung. Im Oktober 1349 wütete in Europa die Pest. Jeder Dritte starb, Landstriche verödeten. Nur Böhmen, das Land an der Moldau, blieb verschont. Ein Wunder. Böhmen erlebte Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstandes. Man hatte in den Bergen Silber gefunden. Das Silber verwandelte die Hauptstadt Prag in eine der reichsten Städte des Heiligen Römischen Reiches. Hier Handel zu treiben, versprach hohen Gewinn. Viele deutsche Kaufleute und Handwerker verließen ihre Heimat und siedelten sich an mitten im aufblühenden Land der Tschechen. Eine neue Moldaubrücke wurde gebaut, 500 Meter lang, 10 Meter breit. Sensationell im 14. Jahrhundert. Wer die Brücke betrat, musste unter dem gewaltigsten Turm jener Zeit hindurchgehen. Brücke und Turm wurden zu Wahrzeichen Prags. Im Verlauf einer Generation erhob sich der kleine böhmische Ort zur Weltstadt. Der Geldgeber lebte auf einem Berg mitten in Prag. Er hieß Karl, war böhmischer und deutscher König und wurde schließlich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Dieser Mann stellte sich eine unerhörte Aufgabe. Er wollte in dem von Pest, Hunger und Krieg zermürbten Reich Frieden und Sicherheit herstellen.
In seinem Königtum Deutschland hatte er nur wenig zu sagen. Die Fürsten bestimmten fast alles. Aber in Böhmen konnte er handeln. Karl gründete die erste Universität im Reich. Dann gab er den Auftrag für eine neue Kathedrale. Er wusste, zu seinen Lebzeiten würde diese Kirche nicht vollendet sein. Dennoch investierte er ein Vermögen in den Veitsdom. Er war angewiesen auf das Wohlwollen der Bischöfe, denn der böhmischen Kirche gehörte fast die Hälfte des Landes. Er brauchte eine Krönungskirche und eine Grablege für sich und sein Geschlecht. Vor allem aber wollte Karl ein Zeichen setzen. Ganz Europa sollte erkennen, dieser Mann war entschlossen, seinen kaiserlichen Machtanspruch als Führer und Beschützer aller Christen durchzusetzen. Der Kaiser widmete eine Kapelle dem heiligen Wenzel, einem Tschechen. Das war politisches Kalkül. Die Tschechen sahen in Karl einen Westeuropäer und fürchteten um ihre Rechte. Mit dem Bau dieses Kultraums zeigte der König den Tschechen, dass er ihre Traditionen ernst nahm. Die Sympathie des Volkes war ihm nun sicher. Als Baumeister für sein neues Prag beauftragte Karl IV. Vor allem Deutsche. Aus Schwaben holte er Peter Parler, einen trotz seiner 23 Jahre schon berühmten Architekten und Bildhauer. Das Parlerzeichen schmückte bald überall in Böhmen Skulpturen, Brücken und Kirchen. Unter der Bauleitung Peter Parlers und seiner Familie entstand die goldene Stadt. Jahrhundertelang war der Westen des Reiches kulturell überlegen gewesen. Männer wie dieser gaben nun auch dem Osten ein neues, strahlendes Gesicht. Parler formte auch die Büsten der Ehefrauen Karls. Sie starben früh, politisch ein Glücksfall, denn als Witwer fielen ihm ihre Erbteile zu. Eine 11-Jährige wurde mit seinem Sohn, der noch Säugling war, verlobt. Als das Baby starb, nahm der Kaiser selbst das Mädchen zur Frau. Zuletzt heiratete er Elisabeth von Pommern. Sie vermochte Hufeisen gerade zu biegen. Nicht Schönheit, die Mitgift zählte. Mitte des 14. Jahrhunderts besaß Karl nur Luxemburg und Böhmen. Berechnend wie ein moderner Diplomat erweiterte er diese Hausmacht zum größten Herrschaftskomplex im Reich. Schlesien wurde in Verhandlungen mit dem polnischen König gewonnen. Jahrzehntelang dauerte es, bis die Niederlausitz an Böhmen fiel, das nun auch im Norden mit Schlesien verbunden war. Schweidnitz-Jauer im Zentrum brachte seine Frau Anna in die Ehe ein. Als der Markgraf von Brandenburg in Geldnot geriet, nutzte Karl die Gelegenheit und kaufte ihm seine Grafschaft gegen bare Münze ab. Alle diese Gebiete, auch Pommern, gerieten in seine Hand, ohne Krieg. In der Waldeinsamkeit vor den Toren Prags liegt Karlstein, eine mächtige Burg mit über 6,5 Meter dicken Mauern. Soldaten bewachten die Anlage Tag und Nacht. Sie lag strategisch besonders günstig auf einem Bergrücken außerhalb der Reichweite jeder Angriffswaffe. Hierher zog sich Karl zurück, wenn er nach seinen politischen Geschäften innere Ruhe suchte. Dieser Ort hatte für den Kaiser eine besondere Bedeutung. Karlstein barg 2 Kapellen und 3 Beträume. Priester waren bestellt für tägliche Gottesdienste. Hier kniete der Kaiser zur Passionszeit tagelang in stiller Andacht vor mosaikgeschmückten Wänden und dachte nach über die Vergänglichkeit, das jüngste Gericht und das ewige Heil. Die Malereien auf der Burg Karlstein sind wie ein Spiegel. Sie zeigen Karl so, wie er sich selbst sehen wollte, als von Gott auserwählten Friedensherrscher in einer heilsgeschichtlichen Mission. Nach ihm, davon war er wie alle Kaiser des Mittelalters überzeugt, kam das Ende aller Zeiten und Christus würde wieder auf die Erde herabsteigen, um die Menschen vom Elend zu erlösen. Karls Reliquienleidenschaft kostete viel Geld. Niemand außer ihm sammelte so eifrig heilige Gegenstände. In goldenen Gefäßen wurden Teile der Krippe Jesu, die Asche des heiligen Laurentius oder ein Stück von Marias Gürtel aufbewahrt. Wie besessen kaufte der Kaiser immer neue Stücke. Die Kosten interessierten ihn nicht.
Aber Karl IV. War auch ein kluger Kaufmann. Er verdiente Geld mit seinen Reliquien. Freitags nach Ostern ließ er die Heiltümer auf dem Karlsplatz in Prag öffentlich zur Schau stellen. Wer sie sehen wollte, musste bezahlen. Dafür erhielt der Besucher vom Papst einen Ablass. 7 Jahre Fegefeuer würden jedem erspart bleiben, der nach Prag wallfahrte. Der Andrang war gewaltig. Die Umsätze der Kaufleute stiegen und mit ihnen die Steuereinnahmen des Kaiserhauses. Damals bedeuteten Symbole mehr als Worte. Der Herrscher von Böhmen ließ seine Krone auf eine Skulptur Karls des Großen setzen. In diese Skulptur war die Schädeldecke des ehrwürdigen Frankenkaisers eingearbeitet. Nun schien die Krone tatsächlich auf dem Kopf Karls des Großen zu ruhen. Karl und Karl, wer wollte die beiden noch unterscheiden? Im Jahre 1356 erließ der Kaiser ein Gesetz, die Goldene Bulle. Dieses Werk, von dem illustrierte Abschriften verbreitet wurden, regelte ein für allemal die deutsche Königswahl. 7 Kurfürsten wählen den König. Einer von ihnen, der Erzbischof von Mainz, soll innerhalb von 30 Tagen die anderen 6 Kurfürsten zur Wahl nach Frankfurt einladen. Sie dürfen höchstens 50 Bewaffnete mitbringen und sie erhalten das Recht, durch fremde Territorien zu reisen, ohne dafür zahlen zu müssen. Wer nicht nach Frankfurt kommt, verliert seine Stimme. Wenn sich die Kurfürsten nicht innerhalb eines Monats einigen können, sollen sie nur Brot und Wasser zu sich nehmen, bis zur Entscheidung. Alles war peinlich genau festgelegt, denn die ewigen Streitigkeiten um die Königswahl sollten ein für allemal beseitigt werden. Der König profitierte von der goldenen Bulle, aber die wirklichen Gewinner waren die Kurfürsten. Sie hatten dem neuen Gesetz zugestimmt und sich dafür weitere Privilegien verschafft. An der Rheinpromenade in Mainz sind sie dargestellt. Selbstbewusste Herren, wie kleine Monarchen regierten sie ihre Länder. Während sich im Westen Europas geschlossene Staatsgebilde entwickelten, zerfiel Deutschland in Dutzende souveräne Hoheitsgebiete. Reichspolitik, das hieß für Karl Einflussnahme auf die Kurfürsten. Er versuchte, die großen Erzbistümer Köln, Trier und Mainz mit seinen Verwandten oder Freunden zu besetzen. Wenn das nicht gelang, sicherte er sich das Wohlwollen der Länder durch Bestechung. Zur Rheinpfalz hatte Karl gute Beziehungen, denn er war mit Anna von der Pfalz verheiratet. Brandenburg und dessen Kurstimme gehörte ihm seit 1373. Sachsen war politisch abhängig vom Kaiser und unterwarf sich seinem Willen. Die letzte Kurstimme besaß Karl IV. Mit dem Königreich Böhmen selbst. Durch geschickte Diplomatie verschaffte er sich überall Respekt. 1375 unternahm Kaiser Karl eine Reise nach Lübeck, dem Haupt der Hanse. Die Hanse hatte einen Krieg gegen Dänemark gewonnen und wer im Norden Politik machen wollte, musste mit der Hanse rechnen. Mit den Reichsinsignien voran zog der Kaiser durch das Burgtor ein. Posaunen erklangen, die Straßen waren gesäubert und geschmückt, Jungfrauen in Seidenröckchen standen Spalier. Lübeck war freie Reichsstadt. Nur dem Kaiser musste man Steuern zahlen. Es blieb genug Geld für prächtige Bauten, die Lübeck neben Köln und Prag zur größten Stadt des Reiches machten. 11 Tage weilte der Herrscher an der Trave. Alle Kosten übernahm die Stadt ohne zu klagen, denn vom Kaiser erhielt sie die wichtigen Handelsprivilegien und Monopole. Bronzeschmiede hatten einen repräsentablen Türklopfer für das Rathausportal angefertigt. Der Kaiser inmitten seiner Kurfürsten, ein Symbol des Reiches. Mit dieser Darstellung versuchten die Lübecker, Karl günstig zu stimmen, denn es standen schwere Verhandlungen an. Lübeck wollte seine Position im Norden sichern und den Kaiser gewinnen in dem Kampf um die Vormachtstellung an der Ostsee. Man tagte im Rathaus. Als Karl mit seinen Beratern an eben jenem Türklopfer vorüber das Gebäude betrat, sah er sich umfangen von einem Raum, größer und schöner als seine eigenen Gemächer. Schmeichelnd sprach er die Ratsleute mit Herren an, was sonst nur hohen Adligen zukam. Lübeck sollte ihm beistehen. Es ging um die Nachfolge des dänischen Königs. Die Herzöge in Mecklenburg wollten den dänischen Thron übernehmen und Karl stellte sich auf ihre Seite. Für Lübeck aber war dieser Plan ein Schreckgespenst. Alle Länder im Osten und Norden in einer Hand vereinigt. Man wäre den Mecklenburgern ausgeliefert. Die Hanseherren hatten eine gewichtige Stimme in der Nachfolgefrage des dänischen Königsstuhles. Sie dachten nicht daran, Karls Pläne zu unterstützen, sondern wiesen ihn ab. Ohne Erfolg reiste er nach Prag zurück, wo er 3 Jahre später starb. Die Männer in den Rathäusern waren mächtiger geworden als Kaiser und Könige.
Es gab zwei Päpste. Einen in Rom, einen anderen in Avignon in Frankreich. Hier hat sich die alte Residenz erhalten. Eine gewaltige Anlage, mehr Festung als Palast. Sie wurde belagert, beschossen, unter Feuer gesetzt. Aber das Bollwerk hielt stand. Die beiden Päpste verfluchten sich gegenseitig und damit versanken sie in einem Sumpf aus Intrigen, Verbrechen und Sünden. Sie brauchten viel Geld und verkauften Kirchenämter an obskure Gestalten. Die Päpste gebärdeten sich wie Fürsten, sie hielten sich Mätressen, verteilten den Kirchenschatz an ihre Söhne und zählten das restliche Geld. Der Dichter Petrarca schleuderte dem Papstpalast die Worte entgegen: Grausamer Kerker, du, des Truges Amme, der Tugend Grab, voll Lust zum Sündenpfuhle. O Höllenschlund, dass doch vom Richterstuhle kein Wunder wär's, Christus dich verdamme, schamlose Metze. Auch das Reich war kirchlich gespalten. Die meisten Länder und Städte hielten es mit dem römischen Papst. Denn der Oberhirte in Avignon war vom französischen König abhängig. Seine Anhänger saßen vor allem westlich des Rheins. Viele Provinzen fühlten sich zwischen beiden Seiten hin und her gerissen. Sie wechselten von Rom nach Avignon oder von Avignon nach Rom. Mit Religion hatte dies alles nichts zu tun, sondern mit Machtpolitik. Im Jahre 1409 gab es sogar drei Päpste. Der römische verlor in Deutschland und Italien seine beherrschende Stellung. Er musste das Feld räumen für das neue Oberhaupt aus Pisa. Der Avignon-Papst hatte im Reich politisch ausgespielt. Das Chaos war vollkommen, als in diesen Wirren drei deutsche Könige regierten. Gleichzeitig. 1414 riefen König Sigismund und Papst Johannes die Herrscher Europas nach Konstanz. Ein allgemeines Konzil sollte die Krise der Kirche endlich bewältigen. Die Aufgabe: Überwindung der Spaltung und Reform in Kirche und Lehre. Ein vorgesehener Tagungsort war das Kaufhaus. Ein halbes Jahr verging, bis alle Gäste eingetroffen waren. Patriarchen, Erzbischöfe, Hunderte von Priestern und Mönchen. Gesandte aller europäischen Fürsten strömten herbei. In ihrem Gefolge Krämer, Knechte, Theologen und, nicht nur für die Bischöfe, 1500 Dirnen. Das größte Konzil in der Geschichte der Kirche war ein Fest für Konstanz. Die Preise stiegen. Über drei Jahre lang waren Tausende zu versorgen. König Sigismund erwartete auch die drei Päpste. Zwei kamen nicht. Sie wollten sich einem Konzil nicht beugen. In Münster fanden die Plenarsitzungen statt. Das Konzil gab sich eine feste Organisation, ernannte Beamte und regelte die Abstimmungen. Zuletzt sprach es sich selbst die Obergewalt zu über die gesamte Kirche. Alle Päpste wurden abgesetzt und ein neuer gewählt. Das Konzil erklärte sich in allen Fragen der Kirche und des Glaubens für unfehlbar. Jan Hus, ein Professor aus Prag, behauptete, die Prälaten seien zu reich und zu satt. Der reine Glaube sei in den Schmutz gezogen, die Kirche müsse sich von Grund auf ändern. Höchste Instanz seien aber weder der Papst noch das Konzil, sondern die Bibel. Damit war eine Grenze überschritten. Jan Hus wurde in Konstanz zum Tode verurteilt. Unter seinen Scheiterhaufen legte man einen Tierkadaver. Der Gestank sollte das Volk davon überzeugen, mit Hus würde der Teufel verbrannt. Dieser Mann war der Machtkirche zu gefährlich. Er hatte die kleinen Leute, besonders in seiner Heimat Böhmen, für sich gewonnen. Sein Tod sollte alle treffen, die gegen die bestehenden Grundlagen kirchlicher Ordnung protestierten. Hus war nicht der letzte Ketzer, der auf dem Scheiterhaufen starb. Das große Konzil hatte keine Erneuerung des Glaubens und der Kirche erreicht. Es ging auseinander und hinterließ beim Volk tiefe Enttäuschung. Die hohen Würdenträger hatten versagt. In Böhmen griffen die Anhänger einer wirklichen Reform, die Hussiten, zu den Waffen und schlugen in blinder Wut auf alles ein, was an die alte Kirche erinnerte. In unseren Händen, so klagt ein hoher Würdenträger, ist das Reich geschwächt worden und vernichtet. Unsere Nation, zerrissen und zerschlagen, findet zu keiner Stunde Ruhe. Überall tönt Kriegslärm, nirgends ist Sicherheit. Jedermann lebt vom Raube. Die Menschen ergriff Schwermut. Es gab zu viel Hass und Unrecht, aber keine Hoffnung.
Kaiser und Kirche, diesen universalen Gewalten von einst, man traute ihnen nicht mehr. Könige, Fürsten und Bischöfe waren zerstritten in unendlichen Fehden. Überall wuchs die Unsicherheit. Prediger und Dichter mahnten zur Umkehr. Doch das Böse, jeder wusste das, hatte sich sogar im Haus Gottes eingenistet. Das Bauwerk der christlichen Kirche, in über 1000 Jahren errichtet, begann einzustürzen. Die Menschen des späten Mittelalters glaubten, die Welt sei alt und verbraucht. Und sie waren sicher, das Ende aller Zeiten brach nun an und niemand würde entkommen. Er zur Bestätigung die Urkunden des Papstes vorwies, wurde er gastlich aufgenommen und für den weiteren Weg unter bischöflichen Schutz gestellt. Das nächste Ziel war Konstanz. Gleichzeitig zog auch Kaiser Otto von Braunschweig Richtung Konstanz. Er wollte Friedrich den weiteren Weg nach Norden abschneiden. Ganz Konstanz hatte sich zu einem prächtigen Empfang des Kaisers bereitgemacht. Aber als Otto in Konstanz ankam, waren ihm die Tore verschlossen. 3 Stunden zuvor hatte Friedrich die Stadt erreicht. Diese 3 Stunden entschieden über die Zukunft Deutschlands. Während der Kaiser ausgesperrt vor den Mauern von Konstanz lagern musste, nahm der Junge aus Palermo an der köstlichen Tafel Platz, die eigentlich für Otto bereitet war. Die Köche servierten erlesene Speisen. Zwischen den Gängen traten schöne Frauen auf, die die Gesellschaft mit aufregenden Tänzen erfreuten. Die Konstanzer Bürger hatten sich sofort auf Friedrichs Seite gestellt. Dieser kühne 17-Jährige aus der fernen Wunderwelt Siziliens würde sich in Deutschland durchsetzen. Davon waren sie überzeugt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Sensation im ganzen Reich. Ein mittelloser Jüngling, der es wagte, den Kaiser von dessen eigener Tafel zu vertreiben. Das Volk jubelte. Die Fürsten und Adligen vom Oberrhein ergriffen über Nacht Friedrichs Partei. Charme ersetzt nicht Politik. Das wusste Friedrich. Er machte den Deutschen Geschenke. Die geistlichen und weltlichen Fürsten erhielten von ihm umfassende Rechte. Besiegelte Urkunden bestätigten diese Privilegien für alle Zeiten. Friedrich verzichtete darauf, in Zukunft Burgen und Städte auf dem Gebiet der Bischöfe, Herzöge und Grafen zu bauen. Es sollten keine neuen königlichen Zoll- und Münzstätten eingerichtet werden. Die fürstliche Gerichtsbarkeit war zu beachten. Friedrich stellte diese Dokumente aus, um treue Anhänger zu gewinnen und den ewigen Streit in Deutschland zwischen Königsmacht und Fürstengewalt endlich zu einem Abschluss zu bringen. Verbrieftes Recht sollte das blanke Schwert ersetzen. In Aachen steht die Palastkapelle Karls des Großen. In dieser Kirche haben die Deutschen jahrhundertelang ihre Könige gekrönt. Dies war der einzige Ort, an dem man die Pracht und Hoheit des alten Kaisertums Karls des Großen noch spüren konnte. Hier wurde der Jüngling aus Palermo im Jahre 1215 zum König des Deutschen Reiches gekrönt. Während Friedrich seinen Triumph auskostete, saß Otto IV. Gedemütigt auf der Harzburg in Sachsen. Aber der neue König war noch nicht zufrieden. Es gab Aufgaben, die weit über das deutsche Königtum hinausreichten. Der neue Stauferkönig hielt sich nur wenige Jahre in Deutschland auf. Er ordnete die Verhältnisse, so gut es ging, vermied Streitigkeiten und verschaffte sich Ansehen durch Freigebigkeit und Milde. Dann setzte er seinen kleinen Sohn als Regenten ein und machte sich auf den Weg zurück nach Süden, um sich zum Kaiser krönen zu lassen. Deutschland hatte unter Friedrich an Ruhe und Sicherheit gewonnen. Die Wirtschaft blühte auf. Das Heilige Römische Reich, zu dem Deutschland gehörte, war zersplittert in viele einzelne Territorien. König Friedrich hatte auf diese Landesfürstentümer nur geringen Einfluss. Der Papst in Rom regierte unabhängig über den Kirchenstaat. Allein in seinem Königreich Sizilien konnte Friedrich nach freiem Willen handeln. Als Kaiser hatte Friedrich über das Heilige Römische Reich nur eine symbolische Oberhoheit. Der König von Frankreich war viel mächtiger als der deutsche König. Auch im Osten entstanden kraftvolle Reiche, Polen und Ungarn. Den modernsten Staat seiner Zeit aber schuf Friedrich in seiner Heimat Italien.
Auf einem Hügel in der italienischen Landschaft Apulien ließ Friedrich ein eigenartiges Bauwerk errichten. Niemand weiß, welchen Zweck dieses achteckige Gebäude hatte. Vielleicht war das Castel del Monte ein Jagdschloss. Es gilt wegen seiner neuartigen Formen als Symbol für den modernen Geist des Stauferherrschers. Friedrich errichtete in seinem Königreich einen geordneten Beamtenstaat mit dem König an der Spitze. Alle Untertanen mussten dem Staat dienen. Die Soldaten in den Kasernen, die Steuer- und Zollbeamten genauso wie die Universitätsprofessoren. Es gab Aufsichtsbehörden und eine wirksame Polizeigewalt. In diesem Land konnte gut leben, wer sich dem König unterwarf. Die anderen wurden ins Gefängnis gesteckt. Friedrich überzog das Königreich mit einer Fülle von Zwingburgen. Eine Kirche baute er nicht. Mehr als Gott interessierte den Staufer die Natur. Präzise wie kein Mensch vor ihm beobachtete er das Verhalten der Tiere. Der Kaiser wollte wissen, wie die Natur funktioniert. Friedrich selbst schrieb ein Buch über die Kunst, mit Falken zu jagen. Er sammelte Erfahrungen, wie man diese Raubvögel halten und abrichten musste, damit sie Kraniche, Reiher und Enten schlugen. Danach richtete man sich noch Jahrhunderte später. 30 Jahre lang experimentierte der Kaiser mit seinen Jagdhunden. Und er war der Erste, der alles über Falken, Sperber und Hunde bis ins Detail aufschrieb. Sein Anspruch war, die Dinge so zu zeigen, wie sie sind. Der Kaiser hatte Interesse an jeglicher Form alten Wissens. In einem Medizinbuch ließ er antike Zauberrezepte sammeln. Der Arzt überreichte einem Patienten mit Bauchschmerzen einen heilsamen Trunk aus Breitwegerich, Linsen und Essig. Wolfstraubensud hilft gegen Zahnschmerzen, Bläschenausschlag und Vergiftung. Bei Kopfdruck hilft Bluthirse. In die Nase gesteckt, bewirkt diese Pflanze Nasenbluten, wodurch Blutansammlungen beseitigt werden. Das erleichtert den Kopf. Schöllkraut mit weißem Pfeffer verrührt, schärft das Sehvermögen. Wurmfarn heilt Hodenbruch bei Knaben. Unheilbare Geschwüre verzehrt eine Salbe aus zerstoßenem Botration mit Bibergeil und ungesalzenem Fett. Willst du geschwollene Drüsen oder Furunkel in wenigen Stunden beseitigen, zerstoße die Blätter des Gifthahnenfußes und vermenge sie mit Schweinekot. Wer außer Kaiser Friedrich hat im christlichen Abendland solche heidnischen Rezepte ohne Vorurteil aufschreiben lassen können? 30 Jahre lang regierte Friedrich II. Das Heilige Römische Reich. Der Papst hasste diesen Mann, der die Autorität der Kirche missachtete. Das Volk aber liebte ihn. 1962 bargen Taucher aus dem Weserschlick in Bremen die Holzplanken eines alten Schiffes. Eine wissenschaftliche Sensation. Sie gehörten zu einer Kogge aus dem 14. Jahrhundert. Fachleute haben damit begonnen, dieses Kaufmannsschiff originalgetreu nachzubauen. Es ist über 23 Meter lang und 7,5 Meter breit. In seinem Rumpf konnten über 100 Tonnen Fracht transportiert werden. Die Kogge wurde zum Symbol der ersten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Hanse. Für Otto war König David aus dem Alten Testament das Vorbild eines gottgefälligen Herrschers. David hatte das Großreich Israel geschaffen. Diese Bilder sollten daran erinnern, welches Ziel Herrschaft hatte, den Glauben zu verbreiten, gerecht und weise zu regieren, wie einst König Salomon. Der Kaiser, so sagt diese Krone, ist höchster weltlicher Herrscher und zugleich oberster Priester. Über das Papsttum sagt sie nichts. Als Kaiser und Schutzherr über alle Christen seines Reiches stattete Otto den Papst großzügig mit Privilegien aus. Sie wurden in einer Urkunde festgehalten. Mehr Macht
hatte der König durch den Kaisertitel nicht gewonnen, aber sein Ansehen war noch weiter gestiegen. Welcher Graf oder Herzog hätte sich gegen einen Kaiser auflehnen können? Deshalb griffen fast alle späteren deutschen Könige zur Kaiserwürde. Mit großem Gefolge wandelten die Herrscher aus dem Norden über das Trümmerfeld des alten Rom. Fast 1000 Jahre waren vergangen, seit dieses Rom die Germanen hatte unterwerfen wollen. Was mögen die sächsischen oder bayerischen Begleiter des Kaisers empfunden haben beim Anblick der Reste antiker Hochkultur? Sie hielten die römische Welt für eine Ausgeburt der Barbarei. Einen Menschen realistisch nach der Natur abzubilden, wie primitiv. Göttinnen nach menschlichem Bilde in kalten Stein gehauen, wie lächerlich. Dazu präsentierten sich die Gestalten in schamloser Nacktheit. Auf welch niedriger Kulturstufe lebten doch die Römer in der alten Zeit. Finsteres Heidentum auf Schritt und Tritt. Gnade vor den Augen des Hofstaates fand nur die christliche Kunst. Ein Bischof aus Hildesheim, Ratgeber des Kaisers, besuchte die Kirche Santa Sabina. Wie gebannt schaute Bischof Bernward an der Kirchentür empor, die schon zu seiner Zeit 500 Jahre alt war. Bernward erblickte Reliefs aus Holz, die in einfacher, aber klarer Sprache Geschichten aus dem Leben Jesu von Nazareth erzählten. Mit Geschenken in ihren Händen treten die drei Magier vor Maria und das Jesuskind. Ein Symbol für den Sieg des Christentums über die heidnischen Religionen. Christus konnte Wunder vollbringen. Mit durchdringendem Blick richtet er die Spitze eines Zauberstabes auf Tonkrüge, in denen sich augenblicklich Wasser in Wein verwandelt. Alle diese Bilder waren für die Gläubigen geschaffen, die nicht lesen konnten. Sie sagten ihnen auch: Geh durch diese Tür in die Kirche und du wirst der Wunder Jesu teilhaftig. Der Bischof aus Hildesheim hatte solche Bilder noch nie gesehen. Tief beeindruckt reiste er zurück in den Norden, in seine Stadt. Bernward hatte in Rom gelernt, was Kunst und Architektur bedeuten konnten, wie Ideen in Stein sichtbar wurden und der Sinn der Bibel sich durch Kunst auslegen ließ. In seiner Klosterkirche St. Michael hat er die geistige Welt um das Jahr 1000 Stein werden lassen und bis heute aufbewahrt. Nach außen ist St. Michael gestaltet wie eine Burg. Unüberwindlich stark erheben sich die Mauern auf einem kleinen Hügel über der Stadt. Auch an Geldmitteln, so sagt der Bau, fehlt es der Kirche nicht. Bernward herrscht als reichster Mann weit und breit im Auftrag seines Kaisers wie ein Herzog. Wer St. Michael betritt, ist umfangen von einem klar gegliederten Raum. Nach antikem Vorbild grenzen Säulen oder Pfeiler, Haupt- und Seitenschiffe voneinander ab. Der Mönch empfindet Ruhe und Kraft. Oben am Ende der Säulen sind Namen in den Stein geritzt. In diesem Block befinden sich Reliquien, Körperteile verstorbener Heiliger, vielleicht ein Mitbringsel Bernwards aus Rom. Das Geheimnis der harmonischen Wirkung von St. Michael liegt in den Baumaßen. 3, 5, 7. Heilige Zahlen bestimmen alle Proportionen. Sie weisen auf Gott und die Gelehrsamkeit des Bischofs. In Rom hatten Bernward die Triumphsäulen antiker Kaiser so gut gefallen, dass er eine Säule für St. Michael gießen ließ. Hauptperson ist Christus. Reliefs wie an der Kirchentür von Santa Sabina in Rom winden sich spiralförmig nach oben und erzählen von den Heldentaten des Erlösers. Wie ein römischer Kaiser seine Statthalter in die Provinz hinausschickt, so sendet der Mann aus Nazareth mit einem Wink des Armes die Apostel in alle Welt.
Kirchenmänner wie Bernward rümpften ihre Nasen über heidnische Skulpturen, aber die großen Symbole der römischen Imperatoren ließen sich gut verwenden. Überall wetteiferten Könige und Königinnen, Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen um das Schönste, Kostbarste und Wertvollste. Kaiserin Kunigunde umkränzte ihr Haupt mit einer Krone voller Gold und Edelsteine. Am Ende ihres Lebens legte sie dieses Prunkstück mittelalterlicher Goldschmiedekunst auf einen Altar nieder und opferte das Zeichen ihrer hoheitlichen Stellung dem Apostel Petrus. Kirchliches und Weltliches war im 11. Jahrhundert kaum voneinander zu trennen. Die Könige bestellten in den Werkstätten der Klöster prachtvolle Evangeliare. Sie verherrlichten sich selbst und das Reich. Zur Rechten des Monarchen stehen zwei geistliche Berater, zur Linken weltliche Fürsten. Unterworfene Länder in Frauengestalten verneigen sich vor ihrem Gebieter. Alle Menschen und alle Länder sollen dem Kaiser dienen. Der Kaiser dient allein Gott. Was mit dem Römer Konstantin begonnen hatte, setzte sich im Deutschen Reich fort. Die Apostel Petrus und Paulus halten dem Herrscher die Krone. Der Kaiser in der Haltung des Gekreuzigten. Sein Oberkörper in himmlischen Gefilden. Gott selbst reicht ihm die Krone. Der Kaiser ist Christus. Die 100 Jahre nach der Krönung Ottos haben Bücher hervorgebracht, die schon bald darauf für Jahrhunderte vergessen waren. Vor wenigen Jahrzehnten erst lernte man, die unförmigen Figuren und verschlüsselten Texte zu entziffern. Diese Bücher ruhten auf dem Altar und nur hohe Geistliche durften die heiligen Seiten berühren. Der Schimmer goldfunkelnder Ornamente war für den Priester ein Widerschein des Jenseits. Hier gab es keine Grenze mehr zwischen Himmel und Erde. Die Goldbuchstaben enthielten nicht nur Gottes Wort, sie waren Gottes Wort. Solche Evangelienhandschriften konnten nur die großen Klöster herstellen. Jahrelang züchteten die Mönche spezielle Pflanzen für die Gewinnung der Farbtöne. An einer einzigen Pergamentseite arbeitete ein Mann 3 Wochen lang. Erst dann wurde sie beschrieben und bemalt. Der Aufwand für das Kunstschaffen zum Ruhme der Kirche und zur Ehre der Könige war unermesslich hoch. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts war Goslar ein überragender Ort kaiserlicher Herrschaft. Man hatte im Harz Silber gefunden, die Wirtschaft blühte und das Geld floss zum großen Teil in den Bau eines Palastes. Mit viel Fantasie ist diese Pfalz im 19. Jahrhundert restauriert worden. Blitzschlag, Brand und Krieg hatten im Laufe der Zeit ihre Spuren hinterlassen. Original erhalten haben sich nur die unteren Mauerteile am alten Eingang. Hier empfingen die Könige ihre geistlichen und weltlichen Fürsten. Die Pfalz Goslar begann sich zu einem Mittelpunkt von Politik und Kultur zu entwickeln, auch wenn die Herzöge und Bischöfe im Saal des Obergeschosses frieren mussten. Fensterglas gab es nicht. Aber dann kamen 11 schwere Jahre, die das Königtum erschüttern sollten. Ein 6-Jähriger saß in Goslar auf dem Thron, Heinrich der Vierte. Dieser Knabe wurde zum Spielball der Großen des Reiches. Er wurde herumgestoßen, erpresst, betrogen, entführt und sogar festgesetzt. Königsland ging verloren. Die Silberbergwerke waren in Gefahr. Nahezu alle Regionen des Reiches erhoben sich wie in alten Zeiten gegen die Zentralmacht. Heinrich brauchte Unterstützung. Als junger Mann machte er seine wenigen Freunde zu Bischöfen. Sie sollten ihre Macht einsetzen zur Sicherung der Königswürde. Gleichzeitig verfasste Papst Gregor VII. In Rom ein Dokument von revolutionärer Sprengkraft. Er schrieb: Der Papst allein kann Bischöfe absetzen und wieder einsetzen. Einzig des Papstes Füße müssen alle Fürsten küssen. Einzig sein Name werde in allen Kirchen genannt. Er kann die Kaiser absetzen. Die römische Kirche hat nie geirrt und wird nach dem Zeugnis der Schrift auch niemals irren.
Gregor wollte die Kirche aus dem Griff des Kaisertums befreien. Wer Gott gehorchen will, muss der Kirche gehorchen. Wer der Kirche gehorchen will, muss dem Papst gehorchen. Gregor beschloss, dass kein Geistlicher durch einen weltlichen Machthaber in sein Amt eingesetzt werden dürfe. Das war eine Kampfansage gegen Heinrich IV. Und gegen die Grundlage des gesamten Reiches. Die Mächtigen schauten nach Goslar. Wie würde der Mann auf dem Königsthron reagieren? Heinrich schrieb dem Widersacher in Rom einen Brief. Die ersten Zeilen lauteten: Heinrich, durch Gottes weise Anordnung König, an den falschen Mönch. Das ist der verdiente Gruß für dich, der du jeden Stand in der Kirche statt mit Ehre, mit Schmach, statt mit Segen, mit Fluch überhäuft hast. Du hast die Erzbischöfe, Bischöfe und Priester gleich Knechten mit Füßen getreten und dir dadurch den Beifall des Pöbels erworben. Du urteilst von ihnen, sie alle verstünden nichts, während du allein alles wissest. Wir ertrugen dies alles, weil wir des apostolischen Stuhles Ehre zu wahren suchten. Du aber hieltest unsere Demut für Furcht, erhobst dich darum auch gegen die uns von Gott verliehene königliche Gewalt und wagtest zu drohen. Du wolltest uns ihrer berauben, als hätten wir das Reich von dir. Steig herab und verlasse den angemaßten Stuhl des heiligen Petrus. Steige herab, steige herab. Diesen Brief ließ Heinrich im ganzen Reich verbreiten. Gregor stieg nicht herab. Im Gegenteil, der Papst verstieß Heinrich aus der Kirche. Der König war vogelfrei, das Königtum in Frage gestellt. Verzweifelt reiste Heinrich nach Süden Richtung Italien. Heinrichs Route führte über den Mont Cenis im Westen der Alpen. Den direkten Weg nach Süden über den Brennerpass konnte er nicht nehmen, denn die Bayern und Schwaben hätten ihren König, den Gebannten, ohne Zögern ergriffen und eingesperrt. Heinrich musste handeln, schnell und entschlossen. Heinrich wusste, dass Papst Gregor auch auf Reisen war und Station machte auf der Burg Canossa in Mittelitalien. Die päpstliche Politik gegen den König war bisher erfolgreich. Es fehlte nur noch ein kleiner Stoß, um den König endgültig zu entmachten. Und dann geschah das Unglaubliche. Am 25. Januar 1077 trat Heinrich barfuß und im Hemd des Büßers vor das Burgtor und bat demütig um Einlass. 3 Tage lang ließ der Papst den Sünder warten, dann nahm er Heinrichs Buße an. Der Gebannte durfte in die Kirche zurückkehren. Er wurde wieder rechtmäßiger König. Der Dom von Speyer sollte das Zeichen neu gewonnener Herrschergewalt werden. Er wurde zum Symbol einer vergangenen Größe. Denn die Macht des Königtums war gebrochen. Mochte der Papst Heinrichs Buße annehmen, die Fürsten taten es nicht. Heinrichs Feinde hatten sich formiert. Von nun an rangen Königtum und Fürstentum um die endgültige Macht im Reiche. Kaum hatte Heinrich dieses größte Gotteshaus des Reiches fertig gebaut, da versank Deutschland in Bürgerkrieg und Chaos. Mit Heinrich IV. Starb die große deutsche Kaiserzeit. Sie hatte nur 100 Jahre gedauert. Aber ihre Idee blieb in den Köpfen der Menschen noch lange lebendig. Die Deutschen sehnten sich nach einem starken, einigen Reich im Herzen Europas. Ihre Hoffnung blieb ein Traum. Um das Jahr 1100 verließen Menschen in ganz Europa ihre Häuser und Felder und machten sich bereit zu einem großen Aufbruch. Eine heftige innere Erregung hatte sie ergriffen. Von heute auf morgen verkauften viele Hab und Gut, erwarben Pferde und Rüstungen und sammelten sich zum Treck in das Heilige Land. Ihr Ziel lag über 3000 Kilometer weit entfernt, Jerusalem. Zehntausende zogen unter ungeheuren Strapazen über den Balkan. Sie glaubten, eine heilige Mission zu erfüllen. Der Papst hatte ihnen gesagt, dass Jerusalem den Mohammedanern zum Opfer gefallen sei. Die Seldschuken würden dort hemmungslos rauben und die Christen ermorden. Jerusalem müsse vom Joch der Ungläubigen befreit werden. Deutsche, vor allem aber Franzosen und Italiener,
quälten sich monatelang über Berghöhen und durch tiefe Schluchten bis in die Hochebenen Kleinasiens. Mit Freude nahmen sie unendliche Mühen auf sich, denn der Papst vergab ihnen alle Sünden, auch die zukünftigen. Mancher Gesetzlose hatte sich dem Kreuzzug angeschlossen und hoffte auf schnelle Beute. Die meisten aber waren fromme Pilger oder abenteuerlustige Ritter. Ein riesiges Heer von gepanzerten Reitern schlug sich in der sengenden Hochsommerhitze des Jahres 1098 durch die Wüste Anatoliens. Hier gibt es kaum Vegetation. Die Pferde verdursten, die Ritter marschieren zu Fuß weiter. Sie kauen Zweige von Dornenbüschen in der Hoffnung ein wenig feuchtig. Die Ritter kommen aus vielen Ländern Europas und können sich kaum miteinander verständigen. In ihrer Heimat würden sie sich gegenseitig bekämpfen. Aber hier auf dem Zug in das Heilige Land müssen sie zusammenhalten. Mitte Europas war ein Flickenteppich. Die bedeutendste Macht in Europa war im Gesamten gesehen die Kirche. Ihre großen Erzbistümer deckten sich nicht mit den Grenzen der Länder. Manche Erzbistümer erstreckten sich über mehrere Königreiche. In Deutschland gab es 6 Kirchenprovinzen, die von Rom aus gelenkt wurden. Am größten war das Erzbistum Mainz. Es reichte von Oberitalien bis zur Elbe im Norden und weit über Böhmen hinaus bis nach Polen. Die Gebiete des Erzbischofs von Köln waren etwas kleiner, ebenso wie die des Erzbistums Trier. In der Politik aber spielten sie keine geringere Rolle. Von Bremen aus wurde Nordeuropa christianisiert. Das Erzbistum Magdeburg war ein ebenso mächtiger Pfeiler im Osten wie das Erzbistum Salzburg. Alle Erzbischöfe hatten auch weltliche Rechte. Sie waren Konkurrenten der Herzöge und Grafen. Wer war nun Friedrich I., Barbarossa? Er stammte aus dem Geschlecht der Staufer und war Herzog von Schwaben. Die Fürsten hatten ihn zum König gewählt, weil sie glaubten, dass er ihre Macht nicht einschränken würde. Außerdem war Friedrich politisch geschickt und klug. Er sollte den ewigen Unfrieden zwischen den Machthabern in Deutschland endlich zu einem Abschluss bringen. Denn nur in der Literatur gab es die frommen, gerechten und edlen Ritter. Die Wirklichkeit der unzähligen Fehden und Kriege war schmutzig, blutig und grausam. Friedrich umgab sich mit klugen Beratern, die in Frankreich studiert hatten. Diese Männer wussten alles und sie waren geschult im logischen Denken. Der König herrschte mit Juristen, Diplomaten und Historikern. Friedrich wollte die Autorität des Königtums wiederherstellen und den alten Frieden erneuern. Er beschäftigte Notare, die eine Fülle von Urkunden ausstellten. Sein Siegel machte diese Dokumente rechtskräftig. Sein Bild erinnerte an die königliche Gewalt. Friedrichs Vorbild waren die römischen Kaiser. Das Beste, was sie geschaffen hatten, war ihr Recht. Wie die alten Römer ließ Friedrich seine Entscheidungen schriftlich festhalten. Früher sollte eine Urkunde an eine mündliche Vereinbarung erinnern. Sie hatte keine Rechtskraft. Das änderte sich mit Friedrich. Nun wurden Abmachungen immer häufiger dadurch gültig, dass sie lateinisch aufgezeichnet und besiegelt waren. Ein Stück Rechtssicherheit war gewonnen. Im Pfälzischen Wald erheben sich beim Städtchen Annweiler 3 felsenbekrönte Berge. Auf einem von ihnen liegt die mächtige Reichsburg Trifels. Sie gehörte zu den sichersten Wehranlagen in Deutschland. Hinter ihren dicken Mauern wurden Grafen, Erzbischöfe und sogar ein englischer König gefangen gehalten. Von hier gab es kein Entkommen. An diesem Ort bewahrten die deutschen Könige über 150 Jahre lang ihren wertvollsten Schatz. Ohne den Besitz dieses Schatzes hätte niemand sie als Herrscher anerkannt. Es waren die Symbole des Königtums und die Insignien des Reiches. Wer die Welt beherrscht, der darf diesen Reichsapfel in Händen halten, zum Zeichen seiner Allmächtigkeit. Das war die ursprüngliche Bedeutung des Globus mit dem Kreuz. Aber die deutschen Könige herrschten nicht mehr allmächtig. Sie hatten zu viele Rechte an die Fürsten abgeben müssen. Politisch wurden die Könige immer schwächer. Durch die Insignien umgaben sie sich mit einer heiligen Aura. Friedrich nannte sich Kaiser des Heiligen Reiches. Er bewahrte die alte Idee von einem gottgewollten Kaisertum, wie sie in der Reichskrone zu sehen war.
Wehe dem, der es wagen sollte, sich gegen diese Idee zu erheben. Heinrich der Löwe befolgte die Weisungen Friedrichs schon lange nicht mehr. Mochte sich der König in Italien alleine herumschlagen. Der Herzog machte seine eigene Politik. Friedrich war in Italien gescheitert. Nun unternahm der König alles, um seinen Widersacher in Braunschweig zu bezwingen. Es gelang ihm ein letzter großer Erfolg. Heinrich wurde abgesetzt und entmachtet. Die größte Stadt Siziliens ist Palermo. Im Frühsommer des Jahres 1202 streunte ein 8-jähriger Junge über die Marktplätze der Stadt. Er besaß nichts, Vater und Mutter waren gestorben. Wenn mitleidige Bürger ihn nicht aufgenommen hätten, wäre er verhungert. Der Junge hieß Friedrich und er war König von Sizilien. Aber niemand achtete seine Königswürde. Tatsächlich kämpften deutsche Grafen, sizilische Barone und Beauftragte des Papstes in Palermo um die Macht. Währenddessen spielte Friedrich in den Gassen mit Kindern aus aller Welt. In Palermo lebten Juden, Griechen, Spanier und Römer. Der kleine König lernte ihre Kulturen kennen und bewahrte diese Eindrücke sein Leben lang. Am stärksten war Palermo geprägt durch die orientalische Kultur. Alles, was das Morgenland an Wissen und Weisheit zu bieten hatte, sog der Knabe begierig auf. Als Friedrich 12 Jahre alt war, kehrte er in seinen Palast zurück. Der Papst hatte sich in Sizilien durchgesetzt und das alte Recht des Königs wiederhergestellt. Friedrich nahm die königliche Gewalt wieder in seinen Besitz und begann zu herrschen. Deutsche Fürsten baten ihn, seinen märchenhaften Palast zu verlassen und in den Norden zu ziehen. Friedrich sollte das Erbe seines Vaters antreten und deutscher König werden. Alle Berater am Hof waren gegen die gefährliche Reise. Und doch, im März des Jahres 1212 brach der junge Sizilianer auf, die deutsche Königskrone zu erwerben. In Rom schien die Reise zu Ende. Das Geld reichte nicht weiter. Friedrich musste den Papst um Hilfe bitten. Und tatsächlich, Innozenz III. Gab ihm alles, was er brauchte. Sogar römische Soldaten. Welch ein Glück für den Jungen. Einer der mächtigsten Männer Europas stand auf seiner Seite. Das wertvollste Geschenk des Papstes war eine Urkunde. Darin bestätigte er Friedrichs Anspruch auf den deutschen Königsthron und sogar auf die Kaiserwürde. Innozenz trieb ein politisches Spiel, denn es gab bereits einen Kaiser hier in der heiligen Stadt, von ihm selbst gekrönt, Otto IV. Aus Braunschweig. Aber Otto hatte sich gegen die Römer gestellt. Er wollte Innozenz entmachten. Der Papst brauchte dringend Verbündete. Friedrich sollte sich im Norden durchsetzen und Otto vertreiben. Nach wenigen Tagen verließ der Junge Rom, selbstbewusst und voller Hoffnung. Nach unerhörten Abenteuern erreichte der Sizilianer die Alpen. Hier schien die Reise schon wieder zu Ende. Ottos Anhänger hatten die großen Passstraßen nach Norden besetzt. Sie wollten den Störenfried ihrem Kaiser ausliefern. Friedrich entdeckte, dass man ihm Fallen gestellt hatte. Mit wenigen Getreuen schlich er sich durch abgelegene Täler und Schluchten an den Feinden vorbei. Er musste uralte Brücken überqueren, die einzustürzen drohten. Überall lauerten Ottos Häscher, doch sie konnten den Jungen nirgends fassen. Die Burg Tarasp im Engadin gehörte dem Schweizer Bischof von Chur. Friedrich sagte dem Bischof, er sei der neue König und Kaiser des Römischen Reiches. Aber erst als er, der Papst, gab den Rittern des Abendlandes eine neue Aufgabe. Von nun an sind sie die Streiter Gottes. Im Juli 1099 erreicht der erste Kreuzzug endlich Jerusalem. Die Seldschuken sind auf den Angriff vorbereitet. Von der Stadtmauer geschützt können sie monatelang aushalten. Die Kreuzritter vor der Stadt aber dürsten und hungern. Ihre Vorräte gehen zu Ende. Sie müssen schnell handeln. Am 14. Juli rollen die Angreifer ihre Belagerungstürme an die Mauer, werfen Sturmleitern über die Zinnen und stürmen in die Stadt.
Ein Augenzeuge beschrieb das Massaker unter den fliehenden Seldschuken. Die Unsrigen folgten den Verteidigern und trieben sie vor sich her, sie tötend und niedersäbelnd, bis zum Tempel Salomons, wo es ein solches Blutbad gab, dass die Unsrigen bis zu den Knöcheln im Blut warteten. Die Lebenden schleppten die Toten aus der Stadt und machten daraus häuserhohe Haufen. Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren. Die Kreuzfahrer waren am Ziel. Vor ihnen lag das Grab Christi. Sie warfen sich hin und beteten. Himmlischer Lohn war ihnen sicher. Aber dann standen sie auf und plünderten die Schatzkammern des Orients. Dem ersten Kreuzzug folgten 6 weitere. Aber Jerusalem dauerhaft zu beherrschen, gelang den abendländischen Rittern nicht. Nur wenige Kreuzfahrer überlebten. Herzog Heinrich der Löwe war als Pilger ins Heilige Land gefahren. Im Jahre 1172 kehrte er, beladen mit kostbaren Reliquien, zurück nach Deutschland in seine Herzogtümer Bayern und Sachsen. Heinrich lebte mit seiner Frau, einer englischen Prinzessin, in Braunschweig. Dieser Ort war Mitte des 12. Jahrhunderts nicht mehr als ein größeres Hüttendorf. Aber nach Heinrichs Rückkehr blühte Braunschweig auf. Ein stattlicher Palastkomplex entstand. Von Heinrichsburg, Dankwarderode, ist kaum ein Stein im Original erhalten. Nach alten Zeichnungen haben Wissenschaftler den Palast, den Hauptbau der Burg, rekonstruiert und wieder aufgebaut. Mit Erstaunen stellten sie fest, dass der Saal im Obergeschoss außergewöhnliche Dimensionen hatte. Er war noch größer als die Räume, in denen Könige auf ihren Pfalzen zu tagen pflegten. Die ganze Burg, eine Demonstration der Macht seines Bauherrn Heinrich. Europa und vor allem Kaiser Friedrich I., Barbarossa, sollten auf die modernste Residenz in Deutschland schauen. Der Braunschweiger Herzog kannte nur ein Gesetz, das war sein Wille. Östlich der Elbe lebten die Slawen. Sie wurden von Missionaren zum christlichen Glauben bekehrt. Aber dann begann Heinrich einen Kreuzzug gegen die Slawen. Er unterwarf ihre Fürsten, nahm ihre Länder in seinen Besitz und presste die Bauern aus bis zur Erschöpfung. Auf all den Feldzügen, schrieb ein Chronist, war keine Rede vom Christentum, sondern nur vom Geld. Die Ausbreitung deutscher Siedler in das slawische Land östlich der Elbe hatte im 10. Jahrhundert unter Otto dem Großen begonnen. Magdeburg war damals wichtigster Stützpunkt. Um 1200 wurden von Lübeck aus Kreuzzüge gegen die Heiden im Osten organisiert. Die Siedlungsbewegung erhielt Auftrieb. Später waren es die Slawen selbst, die deutsche Bauern und Handwerker herbeiriefen. Sie sollten das Land urbar machen, auch östlich von Oder und Weichsel. Erste Städte wurden gegründet. Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Elbing und Breslau. Lübeck, ein mächtiger runder Turm, sichert den alten Eingang zur Stadt. Im unteren Teil stammen die Steine noch aus der Zeit Heinrichs des Löwen. Weiter oben ist das Mauerwerk später erneuert worden. Dieser Turm war zu seiner Zeit ein hochmoderner Wehrbau. Er war rund und ragte weit aus der Stadtmauer hervor. Von ihm aus konnte man in alle Richtungen schießen und das Stadttor wirkungsvoll verteidigen. Für die Deutschen war so eine Anlage etwas ganz Neues. Solche Wunderwerke sahen sie im Morgenland. Dort hatte Heinrich der Löwe die besten Festungen der Welt aufmerksam studiert und sein Wissen mit nach Lübeck gebracht. Denn Lübeck war seine große Stadt an der Ostsee. Sie sollte stark und mächtig werden und den Reichtum des Herzogs vermehren. Zum ersten Mal besteigen Fernhändler aus Westfalen und Sachsen Schiffe, um über die Ostsee hinweg Handel zu treiben. Sie reisen unter dem Schutz Heinrichs des Löwen. Der Herzog aus Braunschweig öffnet den Deutschen die Märkte jenseits des Meeres. Im 12. Jahrhundert transportierten Fernkaufleute aus Lübeck Salz, Stoffe und Metalle über Gotland nach Nowgorod.
Die Russen handelten mit Wachs, Fellen und anderen Landesprodukten über Kiew hinweg und das Schwarze Meer bis weit nach Süden, nach Konstantinopel. Hier luden Italiener, die durch die Kreuzzüge wohlhabend geworden waren, allerlei Luxusgüter in ihre Schiffe. Mit Gewürzen aus Indien oder Seide aus China fuhren sie zurück in ihre Heimathäfen Venedig und Genua. Empfindsam und edel wie König David war der wirkliche Herrscher in Deutschland nur selten. Er hieß Friedrich I. Barbarossa, war König und Kaiser. In Hessen ließ er sich eine Burg erbauen, die Pfalz Gelnhausen. Diese Anlage war kein gewöhnlicher Verteidigungsbau. In die großen Fenster hätten Angreifer ohne Mühe hineinschießen können. Die Burg sollte vor allem schön sein. Überall waren die Mauern durchbrochen von eleganten Bögen mit feinen Verzierungen. Heinrich der Löwe mochte in Braunschweig einen größeren Festsaal besitzen als Friedrich in Gelnhausen. Eine vornehmere Ausstattung aber als hier gab es nirgends. Im Winter beheizten Hofdiener einen großen Kamin. An den Seiten des Kamins haben sich aufwendig verzierte Rückenlehnen erhalten. Wenn Friedrich Barbarossa sich in Gelnhausen aufhielt, saß er vielleicht an dieser Stelle, um die Wärme zu genießen und sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Er empfing Abordnungen aus allen Teilen des Reiches. Am schwierigsten waren die Verhandlungen mit den Vertretern der reichen Städte Oberitaliens. Sie wollten sich unabhängig machen vom Kaiser und zahlten keine Steuern mehr. Es gelang Friedrich nicht, die Abtrünnigen zu beugen. Die Gesandten reisten ab und es gab Krieg. Für seinen Kampf gegen die Städte in Italien brauchte Friedrich Barbarossa die Unterstützung der Fürsten in Deutschland und vor allem Heinrichs des Löwen. Denn in Wirklichkeit war das Kaisertum schwach. Friedrich herrschte als Kaiser über das Römische Reich, das von 3 unabhängigen Königreichen gebildet wurde. Italien mit dem Kirchenstaat. Arelat, so hieß in dieser Zeit Burgund und das Deutsche Reich. Hier war Friedrich selbst König. Böhmen im Osten gehörte nur lose zu seinem Herrschaftsbereich. Alle diese Länder waren keine geschlossenen Länder. Sie zerfielen weiter in Herzogtümer, Grafschaften und Markgrafschaften. Heinrich der Löwe war als Herzog von Sachsen und Bayern der mächtigste unter den Fürsten.